Peace, hallo, herzlich willkommen bei mir auf dem Konol. Wie in der Überschrift schon so sehen, werde ich heute ein Auto ausprobieren. Es wird kein Testbericht, das gibt viel bessere Kanäle, die Testberichte machen, sondern es wird einfach bloß mal ein Kennenlernen, und zwar vom Hyundai Ioniq 5. Nach dem Intro. Nochmals Peace und herzlich willkommen bei mir auf dem Konol. Ioniq 5 von Hyundai. Ich habe jetzt die Möglichkeit bekommen, kurz, wirklich bloß mal eine kurze Runde zu fahren vom Händler. Und zwar vom Autohaus Platzer in Neumarkt, weil wir unseren Kona zum Autodoktor schicken müssen, weil wir einen neuen Kondensator von der Klimaanlage kriegen, und das dauert ein bisschen. Und jetzt habe ich eben die Möglichkeit, dieses Auto mal kurz anzuschauen und zu fahren und kennenzulernen, und ich wollte euch einfach mal mitnehmen. Wie gesagt, das wird kein Test, das wird Detailmaße oder sowas und Gewicht, das könnt ihr alles im Internet schauen, da seid ihr besser woanders aufgehoben. Aber ich möchte mal sehen, wie das Auto ist. Wir sind ja den Kona und den Kia Soul e.V. Schon gewohnt, seit über 4 Jahren den Kona und seit über 4 Jahren den Soul und seit über 2 Jahren den Kona, so stimmt's. Mittlerweile haben wir über 110.000 Kilometer schon gefahren mit den zwei Autos und haben dann schon ein bisschen Erfahrung. Und jetzt wollte ich einfach mal sehen, wie der neue Ioniq 5 jetzt im Endeffekt mich so darstellt. Weil, also von der Größe her, ist ja ein konzipiertes Auto und dementsprechend sollte er auch Vorteile von der Karosserie haben, und so vom ersten Blick hat er. Neben mir sitzt meine leise Frau. So macht sie. Sie will nicht vor die Kamera, deswegen respektiere ich das. Und erster Eindruck ist groß. Sie nickt. Riesig. Meine Frau hat schon gesagt, sie weiß gar nicht, ob sie so ein großes Auto will. Weil eigentlich, also der Kona von der Größe her ist eigentlich passt okay. Ne? Der passt eigentlich, und der wäre meiner Frau jetzt eigentlich von der... Diese Ausmaße sind schon extrem. 2,90 Meter Radstand irgendwie. Wir haben geschaut, 2,35er Reifen auf 19 Zoll oder so. Das kostet alles ein Heidengeld im Unterhalt. Aber wir wollen jetzt erstmal eine kleine Runde fahren. Und nun übergebe ich euch, dem Kamerakind. Läuft. So, Kamerakind. Ich wollte. Aber das habe ich nicht eingefügt. Was? Ja, genau. Fabi Focker. Ich will euch jetzt einmal zeigen, wie das ausschaut, wenn man das Ding startet. Das habe ich selber noch nicht gesehen. Wenn das Kamerakind mal Richtung Display. Genau, hier haben wir den Startknopf. Ein Aus, Bremse. Ganz einfach. Und dann geht's los. Schauen wir mal, was er tut. Ja, sehr unspektakulär. Klimatisierung läuft auch schon. Ja, kommt auch schon kalt im Gegensatz zu unserem. Momentan halt. Ich weiß nicht, ob man sieht vom Display her, ob man da was sieht. Ja, ein bisschen, ja, sieht man schon einigermaßen. Genau. Es ist eine sehr hohe Auflösung, finde ich. Der Kontrast ist auch sehr gut. Ist ja vom Display her viel hochwertiger als unseres. Ne? Und auf der anderen Seite hier hat man nochmal, ich glaube, 12 Zoll oder so. Man sieht hier 50% Akku und Reichweite 205 Kilometer. Dazu muss man sagen, dass dieses Modell das große Modell ist, also mit dem großen Akku, mit dem 74 Kilowattstunden Akku und Heckantrieb. Das heißt, das Auto ist jetzt genau das Auto, was am meisten Reichweite hat. Soll angeblich 481 Kilometer oder so haben. Bin mir sicher, dass der über 500 funktioniert. Und gibt ja mehrere. Es gibt ja im Endeffekt gibt es 4 Ausstattungen. Also einmal einen kleinen Akku mit 58 Kilowattstunden als Heckantriebler und als Allrad. Und das gleiche gibt es nochmal mit dem 74 Kilowattstunden Batterie, Heckler und Allrad.
Dementsprechend verändern sich dann auch die Reichweiten nochmal extrem. Aber auch die Leistung von den Fahrzeugen ist anders. Könnt ihr mal schauen. Ich kann es euch mal einblenden, würde ich sagen. Was auch schön ist, die Klimatisierung da unten ist teilweise mit Softtouch. Zwei Klimazonen kann man hier einstellen. Aber man hat auch hier oben noch feste Tasten und das finde ich zum Beispiel klasse. Ich finde hier zum Beispiel den Lautstärkenregler hier irgendwie nochmal für Tune, also für Frequenz oder so, für ein Radio oder wahrscheinlich auch für die Media kann man hier auf Map schalten. Dann schaltet ihr gleich um. Rein theoretisch. Genau. Und man hat hier so den Schnellzugriff und unten hat man dann, je nachdem was man hat, unten ist quasi, also oben ist die Steuerung von dem, was man gedrückt hat, und unten ist dann die Steuerung von der Klimatisierung. Finde ich jetzt eigentlich nicht einmal schlecht. Ist auch schön fahren. So, fahren wir mal los. Macht man das Ding zu? Dann. Materialanmutung, schauen wir uns nachher an. Jetzt fahren wir erstmal hier. Da sieht man dann die Heckansicht von der Kamera. Das ist verhältnismäßig groß. Und hier sieht man dann auch nochmal die Warnleuchten, wie das ausschaut, wenn man dagegen bumst. So, dann fahren wir mal los. Ach, jetzt weiß ich, was das ist. Das ist so eine Art Meeresrauschen, wird da mal das machen aus. Sehr schrecklich. Zeug gibt's. Braucht eigentlich keiner. Fahren wir mal so rum. Ja, ist schon riesengroß das Auto. Auch unten, ich habe unfassbar viel Platz. Auch hier beim Kona geht ja die Mittelkonsole so durch und man bleibt eigentlich so immer ein bisschen hängen. Aber der hat richtig viel Platz da. Das ist Hartplastik, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist weich, das ist Soft Touch, das ist schön. Das ist so alt, auch ein bisschen Hartplastik, aber das ist wenigstens ein bisschen so geriffelt. Er ist leiser als der Kona, gell? Ja. Er ist aber auch leiser als der Soul. Wobei man sagen muss, der Soul ist nochmal leiser als der Kona. Das muss man auch nochmal sagen. Hört gar nichts, gell? Also super. Keine Reifenabrollgeräusche. Das, was man jetzt zuhört oder ein bisschen so rauschen hört, das ist die Klimatisierung. Aber ansonsten beim langsamer werden hört man so diesen Digitalklang. Wenn er dann so langsamer wird, das ist dann so wie eine Straßenbahn. Das heißt ja immer so. Aber ja, beim Beschleunigen ein bisschen. Sehr leise, sehr leise. Übersicht, also nach hinten, weiß ich nicht, kannst du mal hinten nach hinten filmen, wenn du willst. Weil der hat ja trotzdem verhältnismäßig dicke C-Säulen, aber wie ist so die Übersicht für dich? Super, also eigentlich schon gut, ja. Besser als gedacht, gerade ja. Die Heckscheibe ist verhältnismäßig groß, kann gut rausschauen. Das ist jetzt beim EV6 von Kia ein bisschen anders. Der hat hinten ein bisschen so eine Schießscharte drin und ganz, ganz große C-Säulen. Das Fahrwerk ist komfortabel. Man merkt, dass er, naja, er wankt schon ziemlich. Das heißt, er ist weicher gefedert, ist aber dafür komfortabler. Ich mag das lieber als diese brettharten Fahrwerke, weil ich sportliches Fahren gehört auf die Landstraße nicht für mich. Also Seitenhalt ist genug da, weil ich mir sagen, ja, ich brauche mehr Seitenhalt, aber ich bin noch nie aus dem Sitz rausgeflogen. Auch wenn ich mal ein bisschen flotter fahre, und flotter heißt für mich 100. Meine Frau nickt und grinst.
Asphalt 80 und er ist sehr, sehr, sehr leise. Jetzt hört man langsam die Reifen, weil es sind ja trotzdem, ja, mit 235er sind es schon ganz ziemlich breite Reifen und die hört man natürlich dann auch. Ab 80 hört man so ein bisschen, ja. So, jetzt fahren wir da so mit 80 da so hin, 100 werden wir fahren und jetzt überhole ich einfach mal. Ja, die Beschleunigung ist jetzt schon merklich, aber ich glaube, dass der Kona besser geht, oder? Habe ich das Gefühl, ja. Der wird jetzt aber wahrscheinlich jetzt im Eco sein. Mhm. Da, Fahrmodi kann man irgendwie da einstellen, aber das würde ich jetzt nicht machen, da bin ich ein bisschen überfordert. Aber also bis jetzt auch im Eco-Modus beim Kona ist der zieht anders, weil ja, wenn du 80 ja. Gas gibst, dann auf 100, der kommt der, noch mal bissiger. Auf jeden der Fall. Der ist ein bisschen behäbiger schon, also man merkt die Beschleunigung schon, die ist auch richtig spürbar. Man merkt auch, dass da wirklich ja, ein Verbrenner in einer normalen Leistungskategorie sich schon schwer tut, da mitzuhalten. Aber dieses Aggressive, was der Kona hat, hat jetzt der Ioniq 5 nicht. Der ist... Der kommt schon gut, aber ich sag, dieser Punch fehlt. Hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass das der Drive-Modus ein bisschen anders ist. Jetzt haben wir normal, jetzt haben wir Sport und jetzt probieren wir es einmal. Sport, da hat sich jetzt auch der Tachometer verändert, das kann ich aber dann nochmal zeigen. Jetzt ist es ein bisschen aggressiver hier mit Rot. Das ist der Eco, das ist der normale. Das ist der normale. Schaut ein bisschen so verspült aus und das ist jetzt so das Gerät. Jetzt schauen wir uns einmal an, wie er im Sportmodus von ungefähr 80 auf 100 beschleunigt. Mit uns ist keiner passt. 3, 2, 1. Ja. Also die Kennlinie vom Gaspedal merkt man, hat sich verändert, aber die Leistung ist jetzt eigentlich ziemlich gleich, oder? Ja. So vom Gefühl her. Vielleicht kann man einen Unterschied messen, aber fühlen kann man es jetzt erst einmal nicht. Das, was positiv ist, man hört überhaupt keine Windgeräusche. Das ist klasse, ne? Wir sind jetzt 100 gefahren und man hat keine Windgeräusche gehört. Man hört, wie gesagt, den Reifen, aber die Windgeräusche hört man nicht. Schon der zweite Tesla, der uns entgegengekommen ist. Es werden immer mehr E-Autos, gell? Ja. Wenn du da ein bisschen aufpasst, ist schon extrem, wie viele E-Autos das jetzt schon rumfahren. Die größten Unterschiede zum Kona sind der Platz innen. Ist wirklich enorm. Ist irre breit. Man kann, also ich kann nicht an die Fahrertür hinlangen, selbst wenn ich mich richtig hinstrecke. Beifahrertür. An die Beifahrertür. Danke. Du bist nur das Kamerakind und nicht das Audiokind. Ja, und also ja, das merkt man, er ist unfassbar breit und auch der Zwischenraum zwischen uns ist eigentlich schon gut. Also für Paare, die sich nicht so gut verstehen, ist das das perfekte Auto, wo man sitzt nicht so nah aufeinander. Von der Höhe her, naja, also da braucht man nicht drüber reden. Moment, nochmal. Da habe ich hier mehr Platz als genug. Die sind elektrisch verstellbare, die Sitze. Jetzt fahre ich mal hoch. Ach du meine Güte! Also jetzt habe ich oben vielleicht nur 5 cm, aber ich muss mal so herfallen, wenn ich sitze. Ja. Das ist ja wie beim LKW. Unfassbar, wie hoch der Sitz geht. Ja, spinnst du? Zieh wieder runter. Man merkt, dass die Luft da hier oben dünner wird. Unfassbar, wie weit der Sitz hochgeht. Okay, jetzt nähert man sich wieder dem Auto üblichen, der autoüblichen Perspektive. Ist ja unfassbar.
Man merkt Unterschiede beim E-Auto auch. Also es gibt E-Autos, die sind lauter und es gibt E-Autos, die sind leiser. Der ist einer der leisesten, die ich je gefahren bin. Es gibt bestimmt noch leisere, aber der ist schon wirklich extrem leise. Das, was man früher gedacht hat, beim E-Auto braucht man nicht so viel dämmen, weil der ist ja von Haus aus schon leiser. Da sind sie jetzt dahinter gekommen, dass dem nicht so ist. Also auch ein E-Auto muss gut gedämmt sein, weil die Geräusche, die von außen eindringen, also wie jetzt zum Beispiel das Abrollgeräusch vor die Reifen oder ganz wichtig, das Windgeräusch an der A-Säule, kommen natürlich beim E-Auto extrem laut rüber, weil das Auto halt selber sehr leise ist. Auch ganz wichtig, dass das Auto innen drin von der Verarbeitung nachher passt, weil du hörst halt wirklich jedes noch so leise Knirzen und Knarzen, das was du beim Verbrenner vielleicht nicht so hören würdest, aber beim E-Auto hörst du das extrem und da bin ich extrem anfällig. Das kann meine Frau bestätigen. Mhm. Ja, und da wird irgendwas Vermeidbares knarzt, im Handschuhfach oder irgendwo in der Mittelarmlinie oder irgendwo da, wo meine Frau liegt. Manchmal denke ich mir, sie legt einfach nur Glasmurmeln irgendwo hin, nur das scheppert. Und dann bin ich mal auf der Suche, was für mich ganz extrem störend ist. Beim Kona zum Beispiel knarzt die Gurtaufnahme an der B-Säule ganz leicht. Das hat meine Frau noch gar nicht gehört. Aber ich höre es jedes Mal, wenn ich mit dem Auto fahre. Das ist genau in Ohrenhöhle. Und das macht mich kaputt. Aber hier höre ich gar nichts. Das ist sehr schön. So, interessant ist auch, dass eben das Lenkrad hier kein Logo hat, sondern das sind nur so vier so Punkte, 1, 2, 3, 4. Was die bedeuten, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil der Ioniq halt so würfelartig herkommt, auch mit der Front. Die zeige ich euch jetzt dann nochmal. Aber dann würde ich es nochmal anders machen. Dann würde ich, habe ich jetzt vorhin zu meiner Frau gesagt, an alle Hyundai Designer, wenn, dann würde ich beim Ioniq 5 5 Punkte hinmachen. Und sollte mal ein Ioniq 3 kommen, würde ich bloß 3 hinmachen. Ioniq 2, Ioniq 1, Ioniq 7, 7 Punkte. Dann sieht man nämlich von innen, was das für einer ist. Blöd ist, wenn es ein Ioniq 26 gibt. Das ist natürlich dann doof, weil man muss hier. Ja. Was uns nicht so gefällt, ist die weiße Umrandung vom Display. Die, wenn schwarz wäre, würde sich das Display rein optisch ein bisschen besser integrieren. Und man weiß es ja auch, also mir geht es immer so, beim weißen iPad ist es so, dass das Display durch den weißen Rand optisch verkleinert wird. Das, wenn schwarz wäre, wäre es meines Erachtens oder unseres Erachtens besser. Und selbst wenn man einen weißen Rahmen machen will, so wie da, könnte oder hätte man hier und hier, quasi da hätte man noch eine schwarze Folie oder sowas, auf jeden Fall, dass das im Endeffekt dann ausschaut, als wäre es ein großes Display. Und dadurch würde das Display nochmal optisch ein bisschen verkleinert, also ja, verschmälert werden, aber dann mehr in die Breite gezogen werden. Noch besser wäre, wenn es komplett schwarz wäre. Das wäre so mein Kritikpunkt jetzt noch. Das, was wir jetzt noch machen, ich steige jetzt hinten mal ein. Der Sitz ist auf mich eingestellt. Der Sitz ist auf mich eingestellt. Ich bin 1,78 und habe hinten, man sieht schon, wirklich sehr, sehr viel. Wie machen wir es am besten so? He? So irgendwie, sieht man es besser? Ja. Hat schon extrem Platz. Zusätzlich kann man nämlich die Bank noch verschieben. Erst einmal die Lehne. Und man kann, ich hoffe, hier kann man die Sitzbank nämlich nochmal nach hinten verschieben, wobei die jetzt schon ganz hinten ist. Aber man kann sie noch ein bisschen nach vorn verschieben. Und wieder nach hinten. Und somit kann man natürlich nochmal ein Kofferraumvolumen erhöhen. Hier sieht man natürlich das Heck. Das, was mir aufgefallen ist, gleich wie ich hingegangen bin, er hat nicht diese LED-Vollausstattung. Das heißt, die Blinker,
hier und die Rückfahrlichter hier ist in einem normalen Bulb, also mit normalen Birnchen. Und das, ja, gut. Schön wäre es, wenn es da oben integriert wären. Man hat hier dann zum Öffnen dieses Piepsen, hört sich immer an, als würde bei McDonald's die Pommes fertig sein. Hier hat man jede Menge Platz nach innen rein. Die Höhe ist ein bisschen eingeschränkt, aber ja, es ist mehr als ausreichend. Mehr als ausreichend. Ich komme eigentlich kaum hin. Hier hat man dann noch ein bisschen Stauraum für unten drin, okay. Pommes sind fertig. Ja, Softclose, schön. So, dann schauen wir uns mal ein bisschen von der Seite komplett an. Gerade, dass er drauf passt. Man sieht schon extrem langen Radstand. Das macht es auch optisch extrem lang. Das sind, glaube ich, 4,60 Meter oder sowas ist er. Aber wie gesagt, technische Daten habe ich jetzt extra nicht so liegen. Das, was mir gefällt, was man hier jetzt auch sieht, das ist diese Sicke, die hier da so rumgeht und hier sich nach unten teilt und das ein bisschen so quasi nach vorn spitz laufend wird. Das macht das Auto optisch nochmal ein bisschen länger. Ist sowieso schon lang genug. Und die Sicke geht dann hier rum und setzt sich dann hier weiter mit dem verhältnismäßig steilen Heck. Jetzt schauen wir uns noch vorne an. Ja genau, jetzt sind wir so ein bisschen besser. So schaut er quasi dann von vorne aus mit dem sehr charaktervollen Frontlicht. Hinten schauen wir uns auch noch mal an. Jawohl, jetzt sieht man hier ein bisschen was. Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt erkennen kann, weil es ja trotzdem ziemlich hell ist, aber das Licht schaut so aus. Charaktervoll, ja, also ist schon extreme scharfe Zeichnung von dem Auto. Und jetzt schauen wir uns noch den Trunk an. Jetzt, okay, ja, was er hat, es ist schon mal gut, er hat Dämpfer. Es ist schon mal sehr schön. Gefällt mir gut, dass er das hat. Er ist, schaut auch aufgeräumter aus als der Kona innen drin. Und das hat im Endeffekt damit was zu tun, dass man hier einen Frunk hat. So, er ist jetzt, ja, jetzt ist er zu. Genau, hier hat eigentlich schon gut Platz, muss man sagen. Sollen es, ich glaube, 60 Liter sein. Aber man bringt schon was rein. Das ist ja nicht die Allradversion. Die Allradversion hat vorne, glaube ich, bloß 20 Liter. Das heißt, da hat man wirklich bloß ein bisschen Platz, dass man sein Ladekabel reinbringt zum Beispiel. Das finde ich jetzt nicht schlecht. Muss für mich ein, egal ob E-Auto oder anderes Auto, muss er unbedingt einen Frunk haben. Für mich persönlich nicht. Ich bin jetzt 55 und bin 55 Jahre ohne Frunk aufgewachsen und dementsprechend ist es nicht schlimm, wenn er es nicht hat. Schön ist es, wenn er es hat, aber es ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Hier hat er die ganzen Flüssigkeiten. Ja. Man sieht viel weniger als beim Kona. Eben durch den Trunk, weil er ein bisschen tiefer baut. Hier ist die 12 Volt Batterie. Das ist ein bisschen so die Achillesferse in der E-Mobilität noch. Vielleicht lassen Sie sich mal was einfallen, dass Sie einen Konverter hinmachen oder sowas, dass man das eigentlich gar nicht mehr braucht. Ja, der 800 Volt System drin, das wird man durch die 12 Volt irgendwie abklapsen können, finde ich. Hier ist auch, ja, schön lackiert. Das macht ja, glaube ich, Automotorsport, der Bloch macht es immer, dass er die Lackierungen anschaut, gell? Und wenn wir schon mal drüber sind, können wir eventuell, wenn ihr Lust habt, noch die Spaltmaße anschauen.
Aber ich selber sehe jetzt da nichts. Also, dass jetzt das irgendwie gut oder schlecht wäre, kann ich dir nicht beurteilen, weil so schaut für mich ein normales Auto halt aus. Gell? Und die Spaltmaße sollten passen hier. Sowas schaut der Bloch immer gern an, wenn hier verschiedene Materialien und verschiedene Teile aneinander geraten, wie jetzt hier zum Beispiel. Aber da sieht man jetzt eigentlich gar nichts. Wirklich schön. Dieser Schriftzug ist ein bisschen erhaben. Man sieht das, das sind einzelne Buchstaben. Kia hat ja ein neues Logo. Und vielleicht wäre es einmal für Hyundai auch Zeit, ein neues Logo zu entwerfen. Eins, das ein bisschen cleaner ist vielleicht. Schauen wir mal. Aber top. Zu den Reifen. Das sind jetzt 235er. Ah, und heiß sind sie auch noch. Sonne, wenn drauf scheint, ist schon krass. 235, 55 R19. Also das sind die 19er. Es gibt, glaube ich, nur 20er dann. Ich weiß nicht, was so ein Reifen kostet, aber die großen Autos brauchen immer größere Reifen. Das ist, ja, für mich rausgeschmissenes Geld. Ich würde lieber einen schmäleren fahren, aber hier geht es wahrscheinlich um die Traglast und ja, Leistung. Es ist ja nicht der GT. Ich weiß nicht, ob es beim Ioniq mal sowas gibt wie ein GT oder ein N. Vielleicht gibt es da mal was. Beim Kia EV kommt ja der GT raus. Der hatte dann 585 PS und ist bei 260 abgeregelt. Vielleicht kommt da mal beim Hyundai so eine Art N. Man weiß es nicht.